dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Aufstiegslust gegen Abstiegsangst. Das Duell zwischen dem FC Ingolstadt um Thomas Oral und dem 1. FC Magdeburg um Thomas Hossmann versprach viel Brisanz. Das Duell der beiden Zweitliga-Absteiger von Beginn an von viel Intensivität geprägt, aber auch in der dritten Minute mit dem ersten guten Abschluss. Elvar feuerte für den FCI ab. Die Schanzer ja prächtig in Form. 8 Partien hatte Ingolstadt in Folge nicht verloren. Und Magdeburg war zumindest ein bisschen nervös. Gute halbe Stunde rum, Müller mit dem Patzer, aber Kaya nicht der Nutznießer. Der FCI war in einem sehr zähen ersten Abschnitt näher dran am 1:0. Ansonsten merkte man schon, dass die beste auf die drittbeste Defensive traf. Magdeburg vor allem aufs Verteidigen konzentriert, tat sich spielerisch schwer. Roter, 36. Minute, der Schlenzer. Kein Problem für Knaller, der wieder zwischen den Pfosten stand. Buntic aber immerhin wieder im Kader. 0:0 zur Pause, das hätte schon reichen können für Thomas Hossmann und sein Team in Sachen Klassenerhalt. Aber sie wollten dann doch auf Nummer sicher gehen. Kurz nach der Pause Steininger und Speck, der sich in diesen Abschluss reinwarf. Knaller parierte. Gute Stunde rum, feiner Doppelpass, Thalhammer und Kutschke. Aber Behrens, Magdeburgs zuletzt so zuverlässiger Torwart mit Klasse. Parade. Solche gelungenen Aktionen waren aber selten auf beiden Seiten. Aber es wurde ein bisschen offensivfreudiger, es wurde ein bisschen besser. Thalhammer mit der Chance zur Führung. Auf der anderen Seite Thalhammer mit dem abgefälschten Ball. Quasi der Gegenzug führte zur Magdeburger Führung. Tore Jakobsen, der Torschütze, sein erstes Tor in der dritten Liga seit fast 3 Jahren. Begünstigt natürlich von Thalhammers Oberkörper. Knaller komplett chancenlos. Das erste Gegentor für den FCI nach 6 Spielen ohne gegnerischen Treffer. Und natürlich mussten da die Emotionen raus, auch beim in den letzten Wochen so gebeutelten Mario Kalnick. Und der FCM, er wollte mehr. Der starke Back auf den eingewechselten Kvesic. Wenige Augenblicke, der Mann aus Bosnien und Herzegowina in der Partie. 7 Minuten vor dem Ende, die vermeintliche Entscheidung. Auch Kvesic hat der Ewigkeiten nicht mehr getroffen. Sein letztes Tor in Liga 3, fast 4 Jahre her. Und dieses Ding, es war das Tor zum Klassenerhalt. Zumindest fast. Denn Ingolstadt bekam noch einen Strafstoß in der 90. Minute. Und wieder war Kvesic mit von der Partie. Im Zweikampf mit Thalhammer entschied der eigentlich gute unparteiische Kessel auf Elfmeter. Naja, warum auch immer. Auf jeden Fall die Chance für Stefan Kutschke nach dieser schon zweifelhaften Strafstoßentscheidung hier nochmal Spannung reinzubringen. 6 hat er in dieser Saison verwandelt. 1 verschossen, 2 verschossen. Das passte ins Bild an einem komplett gebrauchten Ingolstädter Abend. Dem Kapitän gelang nichts und Ingolstadt gelang nichts. Dafür gelang dem FCM ganz viel. Nämlich mit diesem Auswärtssieg der Klassenerhalt. Und so wurde das Ganze dann zelebriert. Es war ein harter Kampf, aber der wurde erfolgreich zu Ende gebracht. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich zusammenreiße, weil es hing so viel dran. Es ging um den Verein, es ging um viele Arbeitsplätze in der Geschäftsstelle. Und ich habe es ja auch am Wochenende gesagt nach Groß-Asbach, dass ich daran glaube. Und die Mannschaft hat das top umgesetzt hier. Wir hatten unsere Chancen, das haben wir vorher gesagt, Ingolstadt, die hatten auch Druck. Und wie sie das heute erledigt haben, großes Kompliment. So stelle ich mir Magdeburger Tugenden vor, so eine Magdeburger Mannschaft. Und wir haben ein wichtiges Ziel erreicht heute. Ja, aber es hat nichts mit den Nerven zu tun. Ja, es ist eine Chronologie der letzten Wochen. Es ist schon so, dass der Druck da ist, der Stress ist da, keine Frage. Aber Sie sehen ja selbst, ja, Sie sind ja jetzt oft dabei gewesen, wie eng die Spiele dann doch sind. Ne? Ingolstadt noch nicht am Boden. Sie haben es dank der Schützenhilfe des FC Bayern nach wie vor selbst in der Hand vor dem Auswärtsspiel bei 1860 München. Der 1. FC Magdeburg dagegen kann ganz entspannt in den Saisonabschluss gegen Preußen Münster gehen. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.